Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einer ganz kurzen Anleitung, und zwar wie wir unter Windows 10 ein Hotspot erstellen können und das ohne zusätzliche Software installieren zu müssen, einfach mit ja, Windows eigenen Bordmittel. Das geht recht schnell und einfach. Einzige Voraussetzung dafür allerdings ist, dass eure Netzwerkkarte, eure WLAN-Adapter den Hosted-Modus unterstützt, sonst funktioniert das leider nicht. Jedenfalls nicht so wie auf diesem Weg hier, den ich jetzt gleich zeigen werde. Am besten, wir legen gleich los. Als erstes rufen wir uns eine Kommandozeile hier, die Eingabeaufforderung. Das aber als Administrator, ja. Und dann, ja, können wir mit dem Netzbefehl unserem, also den Hosted-Modus aktivieren, sozusagen, ja. Das machen wir, indem wir hier einfach Netz, Leerzeichen, WLAN, Set, Hosted-Modus, ne, Hosted-Network natürlich, Hosted-Network, na, Mode, Hello. Dann geben wir uns einen Namen hier für unseren Hotspot, die SSID. Das können wir frei wählen. Ich nenne das jetzt mal einfach Hotspot und natürlich ein Passwort. Passwort 123 und Enter. Wenn das funktioniert hat, bekommen wir hier diese Bestätigung hier, dass hier gehostete Netzwerk ist so festgelegt, dass das gehostete Netzwerk zugelassen wird. SSID wurde jetzt erfolgreich geändert und das Kennwort hier. Jetzt schmeißen wir wieder ein Netz und starten einfach unseren Hotspot. Ich überlege gerade. Ja, machen wir erstmal Start, also Netz, Leerzeichen, WLAN, Start, WLAN, Leerzeichen, Start, Hosted Network. Und am besten, ich werde mal hier den Netzwerk- und Freigabesender öffnen und auf Adapter-Einstellungen. Ja, das ist jetzt hier mein WLAN-Adapter und das ist mein Ethernet-Connection. Ich bin jetzt mit Kabel verbunden. Wir werden jetzt sehen, wenn das jetzt startet, dass hier einen virtuellen Netzwerkadapter erscheint. Wenn das funktioniert, das dauert ein paar Sekunden. In der Regel vertippt habe ich mich nicht irgendwie. Ah, okay. So, das gehostete Netzwerk wurde gestartet. Und hier haben wir schon unser, ja, das ist jetzt sozusagen, oder ja, das virtuelle, eine virtuelle, ja, Schnittstelle. Das Hotspot ist jetzt gestartet. Ich weiß nicht, denn das wird man jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, weil okay. Ja, also unsere Clients, die können sich jetzt theoretisch mit dem Hotspot hier schon verbinden. Sie haben nur noch keinen Internetzugang. Dafür müssen wir hier noch eine kleine Einstellung vornehmen. Und zwar hier auf meinem Ethernet-Adapter, beziehungsweise, also in meinem Fall hier, ich bin jetzt mit Kabel verbunden. Ja, der Adapter, wo die Internetverbindung besteht, einfach mit der rechten Maustaste und auf Eigenschaften. Und hier auf dem Reiter Freigabe einfach draufklicken. Und hier müssen wir noch einen Haken vorsetzen. Hier bei dieser Option hier anderen Benutzer im Netzwerk gestatten, diese Verbindung des Computers als Internet Verbindung zu verwenden und natürlich hier
Die Schnittstelle hier, unser Hotspot in meinem Fall hier, die Verbindung 13, ja, heißt das jetzt hier. Und ja, einfach den Haken setzen, Schnittstelle auswählen, unser Hotspot und einfach auf OK drücken. Jetzt kommt hier noch eine Warnmeldung, bestätigen mit Ja. Okay. Und schon, jetzt sehen wir hier schon unser Hotspot hier, Hotspot, wie wir jetzt hier so genannt haben. Und dass die Internetverbindung hier gemeinsam genutzt wird. Ja, das war es eigentlich auch schon alles. Jetzt können wir uns mit unserem Client, Smartphone, Tablet, Laptop, was auch immer, hier verbinden und die ja, Internetverbindung nutzen. Das war es eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, wenn es euch gefallen hat. Freue mich auch über ein Like oder ein Abo. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, konstruktive Kritik ist auch willkommen. Und ja, freue mich auf nächstes Mal.